Jo, ein Level, schön, Level 142 haben wir. Talisman, das Ding schrotten wir. Dann schauen wir mal. Nein, Demolition, hier unten. Aha. Wir haben eine weitere Range mit der Gembomb. Okay, an sich nicht interessant. Was kriegen wir auf Stufe 3? Plus eine Initial Demolition. Ja. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Ich weiß, dass wir eigene Gebäude zerstören können, dass es damit irgendwie Probleme gibt. Also, dass das irgendwie, glaube ich, dann später nicht mehr geht oder so. Vielleicht geht es darum. Für den Augenblick würde ich allerdings sagen, wir brauchen das nicht unbedingt. Von daher lassen wir das auch noch. Vielleicht wird das, oder höchstwahrscheinlich wird das später noch relevant werden. Momentan, wir fokussieren uns hier sehr stark drauf, ist mir bewusst. Mache ich zu einem gewissen Teil allerdings auch absichtlich. Ich finde es interessant, dass hier im Feld D tatsächlich zwei Hilltomes waren. Aber möchte mich natürlich nicht beschweren. Jetzt haben wir wieder so ein Vision Field. Crit Hits und Poison. Ihr wisst, wie das mit mir ist. Ich muss es probieren. Und habe, wie gewohnt, panische Angst, es zu verkacken. Und werde es wahrscheinlich verkacken, aber das sage ich jedes Mal. Und dann klappt es doch, also muss es diesmal eigentlich schief gehen. 19 Waves. Crit Hit und Poison ist sowas, was ich wirklich als absolut kritisch empfinde. Das war versehen. Na egal. Gut. Kollege, du kommst da rein. Oh, ist echt total bescheuert, oder? So was, wenn man das so, alles was durchkommt, wird vergiftet. Das ist wahrscheinlich auch völlig dämlich. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber die Existenz des Poison Gems verwirrt mich genau wie die Tatsache, dass wir drei Türme haben. Das würde ich einfach nur auf Crits setzen und das mit irgendwas Schönem kombinieren. Nicht mit so einem Käse hier. Ich hätte von Anfang an noch weiter kombinieren können, oder? Also hier das noch eine Stufe höher haben können. Na egal. Ist halt eben was durchgekommen, jetzt ist alles vernichtet. Hat mich ein bisschen Mana gekostet, aber auch nicht viel. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem noch gebacken hier. Schöne ist, diesmal haben wir die Möglichkeit noch auf einen Old Spell zu setzen. Reicht das Gift? Na, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Der Bolt Spell könnte uns hier tatsächlich den Arsch ganz gut retten zwischendurch. Ah, natürlich, also ich finde es dämlich, Poison Gems mit in eine Combo reinzuziehen hier, in einem Turm. Ich finde es auch dämlich, die da hinten in der Trap drin zu lassen. Für extra Damage könnte es sich vielleicht lohnen, auch wenn wir dann weniger Crit Chance haben. Oder geringeren Crit. Ach komm. Wir kombinieren die beiden, ich hoffe es bringt uns was. An sich ist ein bisschen Poison Damage ja nicht schlecht, nur wenn das dann immer den ersten immer wieder trifft, ist es auch total Banane eigentlich. Und ja, ich mag es zu sagen, dass etwas total Banane ist. Frag mich nicht warum, ich habe keine Ahnung. Habe ich das gerade richtig gesehen? Bekommen wir jetzt Besuch noch? Oh Gott, nein! Ist das wieder so ein Shadow? So ein Shadow. Okay. Kommt er? Ah, der ist jetzt aber zum Glück auch vergiftet. Yay! Für wie viel HP? Quasi keine. Schön. Gut, ich hoffe, dass das was bringt, wenn wir ein bisschen mit dem Ding arbeiten. Ah, genau. Komm schön in die Range. Ah, so soll das sein. Ja, der vernichtet natürlich ganz schnell unser, oder vergleichsweise schnell unser Mana, aber ich hoffe, dass wir damit klarkommen. Ach, der spawnt ja auch Monster, ne? Genau, so war das. Ah, der soll mal ein bisschen näher kommen hier. Kleine. Ziehen dem auch einfach noch viel zu wenig. Wahrscheinlich auch so unser gefühlter Endboss hier, ne? Das tat weh. Ja, das sieht besser aus. Moth to the Flame. Vielleicht wieder die roten Dinger von dem. Dem Rest kommen wir besser klar als erwartet, aber. Autschi. Komm schon, jetzt aber. Nein, ah. Jetzt drauf. Fall ihn dir, komm schon. Ah, ein, zwei Treffer noch. Schieß drauf. Geht nicht, ne? Nein. Oh, Misty. Mist,
Mist, Mist, jetzt schnell. Schieß, 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 schieß. Er ist vergiftet, aber der. Ah, okay, ich sehe gerade, die Rüstung verbessert sich mit der Zeit. Wie arschig. Okay, wir gehen jetzt hier volles Risiko. Hat das mit Risiko zu tun, keine Ahnung. Drauf und weg. Gemeines Ding, aber der Level war einfacher als der eben trotzdem. Trotz des fucking Shadows. 26 Shadow Cores, ein Fragment, Stufe 9, Damage gegen Swarmlinge brauchen wir nicht. Und tatsächlich ein bisschen Geschichte. I know this place. Also wir kennen diesen Ort anscheinend. Das ist nämlich der Eingang des Labyrinths. Gab ja auch das Spiel Gemcraft Labyrinth. Darauf wird es sich... Doch in dieser Vision, das war ja ein Vision Field, ein Visionsfeld. In dieser Vision war der Eingang ein bisschen anders als, ja, als wir ihn in Erinnerung haben, als er eigentlich war. Nämlich dunkel und kalt. Die Frage ist, naja, ist das eine mögliche Zukunft, die wir gesehen haben? Oder ist es das tatsächliche Schicksal dieser Welt? Also sprich, könnten wir es noch verhindern? Oder wird es auf jeden Fall eintreten? Vision, wird sie wahr werden? Damit haben wir das Feld, also das Sechseck, hier tatsächlich auch abgeschlossen, Sechseck D. Weiterhin Sechseck C nicht freigeschaltet. Ich finde das etwas seltsam. Bin ich einfach nur blind und blöd. E, F, dann müsste ja auch noch G irgendwo auftauchen. Dann kommt H, I, J fehlt, K, L, M, N fehlt, dann haben wir O. Naja gut, also wir kommen schon gut voran. Wir haben schon die meisten Buchstaben dann geschafft, wobei hier natürlich auch noch vielleicht irgendwo was fehlt. Ich würde gerne das Feld A auch noch abschließen, um zu gucken, ob hier wirklich nicht doch noch irgendwas versteckt ist. Wir fangen mal hier hinten auch an mit dem Feld A5. Moment, was haben wir? Mana Leeching, Critical Hit, Poison Armor Tearing. Jo, da machen wir wieder ein Crit Hit Armor Tearing. Kombinationsgem. Ein Dwelling, wir haben hier zwei Schreine, auch ein Shrine of Wisdom dabei. Stone Piles, okay. Alle Creeps kommen von hier unten und unten, also unten rechts aus den beiden Ecken quasi raus. Wir haben hier einiges schon, dafür wären halt die Zerstörungen ganz praktisch, um hier einfach andere Wege zu erschaffen, denn momentan können die Gegner quasi nur hier oben rumgehen oder hier unten rumgehen, beides ist für uns nicht normal. Weil ich es als nicht so problematisch ansehe, aber ich möchte trotzdem sagen, hier machen wir zu. Hier würde ich gerne zumachen, aber hier ist wie gesagt Blocking. Jetzt hier so ein Ding drauf werfen. Zack. Haben wir hier offen. Den hier zumachen. Da müssen also alle. Ein Genie, ne? Ich mache jetzt auch nicht wieder dazu oder starte neu. Ich starte neu. Was war das denn jetzt gerade, bitte? War wahrscheinlich dieses einmal darf man nur was zerstören, ne? Da werden wir das andere vielleicht skillen müssen. Neuer Versuch. Ich möchte gerne dieses Ding hier aufsprengen. Ich möchte doch dieses Ding hier aufsprengen. Mach dann da unten nicht zu, sondern mach stattdessen hier zu. Ich mache jetzt hier zu. Das heißt, alles muss sich, lups, hier oben sammeln. Spätestens hier trifft es sich, ob es um links oder rechts rumgeht. Geht dann hierher und unten, weil das hier wäre natürlich ein Umweg alles. Das machen die nicht, also gehen sofort hier runter. Hat für uns den Vorteil, wir können quasi hier einen Gem hinbauen, der hier und hier trifft. Wenn wir jetzt sagen, wir machen hier und hier noch zu, müssen ja alle entweder hier abbiegen oder hier sogar schon hochkommen. Ich würde sagen, die müssen jetzt sogar hier links schon hoch, ist mir noch lieber. Und dann nehmen wir unseren Crit Hit Armored Hearing Gem, setzen den hier rein und beginnen mal die Runde. Ja, jetzt haben wir schon Gem Wasps zur Verteidigung, schaden natürlich auch nicht. Aber alles, was uns hier eben durch die Lappen geht, kommt hier nochmal an uns vorbei. War schon mal ein bisschen abgesichert, ich hätte das vielleicht mal upgraden sollen. Aber wie gesagt, wir haben ja unser kleines Airbag, unseren kleinen Airbag hier. Und dann klappt das schon. 45 Mana, AXP gibt es auch noch dazu. Ich glaube, die Stone Pets können wir später auch hiermit öffnen, ne? Wenn wir lange genug warten. Also würde ich das gerade mal noch lassen. Hier haben wir auch wieder Gem Wasps, die jetzt aber leider verschwunden sind. Schade, schade. 59 Waves, das ist schon mal einiges tatsächlich. Wir nehmen mal den Beam Spell, sonst haben wir nämlich hier Probleme mit unseren Swarmlingen. Es sind doch einige. Wir machen zweimal den Beam Spell für die Swarmlinge. Einer kommt durch. Ihr wisst, wie ich bin. Gem Bomb, Outs. Da bin ich gnadenlos. Da bin ich gnadenlos bei sowas. So. Trotzdem Mist gebaut. Ich hätte es upgraden sollen, aber ging jetzt ja auch so, weil da gerade nichts ankommt. Ach, hier war ein Mana-Shard. Der, also war ist, glaube ich, die richtige Formulierung gerade. War ist, glaube ich, die richtige Formulierung gerade. Danke. So. So, jetzt können wir hier nochmal ein Upgrade ziehen.
Und dann den Beamspell nehmen, um die Swarmlinge wieder aufzuhalten. Das war schön. Mana Shard. Na gut, dann müssen wir doch mal wieder auf die klassische Art. Hier dürfen wir nicht weiter blocken, natürlich. Klassische Art vorgehen. Und sagen, zack, zack, zack. Wir machen wieder einen Nebenjam, der auf Strukturen schießt. Und mit Hilfe des Bolt Spells hier auch schon mal leeren kann. Sehr schön. Er kriegt jetzt auch ein Upgrade reingedrückt. Und wird dann hier kombiniert. Und wird dann hier kombiniert. Jetzt. So, nächstes Upgrade 33.000. Das könnte noch einen Moment dauern. Ich glaube, ich setze nochmal den Beamspell ein. Das wird sonst hier übel enden. Jawohl. Ja, gerade durch den Schild ist das natürlich auch sehr, sehr gemein alles. Aber wir haben ja unsere Mittel und Wege, damit umzugehen, dank des Beamspells. Shrine of Wisdom auch hier oben nochmal. Also an Shrines of Wisdom oder allgemein an Schreinen mangelt es hier irgendwie gerade nicht so, ne? Gut, der hier wurde uns geschenkt, dann darf der auch hier in Zeitlupe das Ding zerstören. Boah, die ganzen Schilde sind so arschig, hier kommen immer mehr mit Schild rein. Mehr Schilde bedeutet mehr benötigte Treffer, bedeutet mehr Ärger für mich. Dafür ist natürlich das Beam-Ding gut, weil es die Schilde einfach in Rekordzeit zerstört. Und vor allem war natürlich auch nicht unbegrenzte Aufladungen für das Ding. So, nochmal ein Upgrade, jetzt sind wir ein bisschen schneller auch. Können also auch durch die Schilde wieder ein bisschen schneller durch. Der Kollege darf jetzt noch ein bisschen schneller das Mana abfarmen. Dafür hat er jetzt auch ungefähr so viel Mana gekostet, die er abfarmt. Naja, egal. Okay, Spectre Time. Zerstört. Kommen wir mit dem denn da dran? Ja. Machen aber noch nicht gut dran. Nicht schlimm. Der hier bleibt trotzdem erstmal da oben. Habe ich jetzt so beschlossen. Jupp, erledigt. Vielleicht wäre es auch gar nicht so dumm, für Schilde hier unten einfach irgendwie so einen Chain-Hit-Gem hinzubauen, der einfach quasi keinen Schaden macht. Wobei der hat dann natürlich auch eine sehr niedrige Angriffsgeschwindigkeit. Aber dann könnte man wirklich die Schilde ausschalten, weil ein Treffer bedeutet ja wirklich, dass eine Schicht Schild weggeht, oder? Das wäre doch extrem praktisch. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, aber habe ich eh bis zum nächsten Mal wieder vergessen. Lass das Ding hier mal zerstören. Zack. Zack. Ich wollte das Ding doch noch kaputt. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Gut. Hatte schon Sorge. Ja, unten war noch einer, aber egal. 114.422 XP. Ein neues Feld. Natürlich ein Vision Field. Also wahrscheinlich auch wie das letzte hier in dem Sechseck am Ende der Karte. Also am Rand der Karte scheinen immer die Vision Felder zu sein. 35 Shadow Cores und. Ja. Mehr Barrage Charge. Maximum und mehr Damage. Reaver ist jetzt ein Fragment, das wir auch wieder nicht unbedingt brauchen. Feld frei. Level 144 und wir zerstören einmal die beiden vorhin freigeschalteten Fragmente. Ach du Schande. Okay, wir haben gute Gems. Crit Hit, Chain Hit, Bloodbound. Können wir ein Triple draus machen? Aber das hier sieht übel aus. Kombiniere hier schon mal wild durch die Gegend. Jetzt ist halt die Frage, wie wir vorgehen. Sagen, der muss hier hoch. Ja, später wäre was anderes schlauer. Aber egal. Für den Augenblick hier entlang. Hier wieder hoch. Rechts entlang. Hier wieder runter. Darf hier aber auch nicht vorbei. Wahrscheinlich mache ich hier gerade totalen Käse, ne? Aber ist mir egal. So, für mich heißt das jetzt von der Idee her, die müssen. Hier kommen sie nicht rechts, hier kommen sie nicht hoch, müssen also hier nach rechts, müssen hier an dem Gem vorbei. Schön. Werden hier dann so geleitet, dass sie nirgendwo wegkommen, da hier nochmal am Gem vorbei müssen, dann unten rum abzuhauen. Könnte funktionieren. Besser wäre es natürlich gewesen, die hier außen rum zu leiten. Und dann vielleicht hier noch vorbei, aber dafür hätten wir eine höhere Range haben müssen, dass es uns was bringt. Also für den Moment probieren wir es so. Wie viele Waves haben wir? 28 klingt an sich erstmal machbar. 2100
Ach, Entschuldigung. 2160 Mana. Brauchen wir für ein Upgrade. Und ja, die Swarmlänge, okay, aber auch da können wir nochmal ein bisschen die Schussrate einfach in Form von den Dingern jetzt erhöhen. Es kommt ein bisschen was durch. Ist dann eben so. Lässt sich jetzt gar nicht vermeiden. So, für den Moment sehr ärgerlich, aber ich würde trotzdem das Upgrade jetzt schon mal ziehen. Ja, die Swarmlinge kommen wieder durch, ist schon klar. Hier für die Giants gerne einmal mit Bolt Spell arbeiten. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder ein bisschen besser im Rennen auf jeden Fall. Man merkt, dass hier wieder ein Schild ist, der natürlich extrem nervig ist. Eieiei, hier sind sehr viele Upgrades für die Kollegen dabei. Ja, der Level wird übel. Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe da Mana Leeching reingebaut und merke es jetzt erst. Oh Gott. Vermutlich der größte Fehler, den ich in diesem Level machen werde. Na, vermutlich nicht. Ich glaube, Fehler mache ich in diesem Level gerade jetzt bisher schon einige. Irgendwas läuft hier auf jeden Fall schief. Der Rüstungslevel ist hier schon, also spricht eigentlich echt schon für sich. Auch wieder dämlich von mir jetzt, wieder so eine typische Aktion, typisch Jules. Einfach mal Skill verballern, den du jetzt brauchen können. Jetzt haben wir nämlich kein Mana mehr, um die Gegner aufzuhalten. Nee, 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 nee. Es kann nichts mehr werden. Tut mir leid, Leute, aber Restart. Ich glaube, diesen Level packen wir nicht. Probier es nochmal, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Wichtigste zuerst, die müssen hier hoch, dürfen hier dann aber nicht entlang, müssen hier lang, dürfen hier nicht runter. Machen wir es doch einfach so. Dürfen hier nicht lang, dürfen hier nicht lang, die müssen also hier hoch. Dann sagen wir, die müssen. Dürfen hier nicht runter, müssen also hier entlang, dürfen hier aber auch nicht raus und hier nicht raus. Dann sind sie hier einmal komplett quasi rum drin. Vielleicht bringt uns das was. Dann haben wir weniger Geld dafür ausgegeben jetzt erstmal. Machen wir hier die drei als Kombination, also die richtigen diesmal. So, upgraden das Ding und hoffen, dass es so vielleicht eher was bringt. So, für 2000 können wir das nächste Upgrade ziehen. Sieht schon mal besser aus. Ich möchte jetzt gleich tatsächlich meinen Trick von vorhin, Trick, von dem ich sprach, anwenden. Und wirklich um Schilde zu zerstören, weil wir einfach so viel Schildgegner haben. Upgrade fahren, ne? Timing mal wieder perfekt. Um die Schilde zu umgehen, können wir doch einfach wirklich hier so ein Grade 2 Gem hier hinschießen oder Grade 3. Einfach alles schon mal abballert. Wir stellen ihn auf Random und dann kann er einfach schon mal Schilde zerstören. Vielleicht bringt das was? Keine Ahnung. Wir probieren es. Kommen wir mit denen klar? Oh, mit Hilfe von Crits wird das. Schön. Ja, hier hat nicht viel gemacht, ne? Dankeschön. Hat auch nichts gebracht. Kostet uns nur wieder Mana, das wir gar nicht besitzen. Oh Mann, dieser Level ist so frustrierend. Hat es angefangen und der frustriert mich schon. Wir können mit Amps arbeiten, theoretisch. Glaube, das ist der Trick. Von Anfang an hier das komplette Feld aus. Bauen mit Gems und dann würde ich darauf setzen, auf Radius was zu. Das könnte tatsächlich der Trick sein, den wir anwenden müssen. Und wir gucken mal. Ah, es hat noch ein bisschen Damage nämlich gemacht, den so auszuschalten. Schon, ja. Älteres Upgrade bitte, danke. Neuer Bolt Spell. Der Freeze. Oh Gott, ist das tough, ey. Also es läuft besser als eben, aber es ist immer noch verdammt tough. Ich meine, gut, jetzt haben wir immerhin auch schon mal 10% mehr Damage durch Bloodbound, anstatt Mana Leeching hier immer noch Minus zu machen. Den upgraden für schnellere Schüsse. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Machen es einfach mal. Kommen halt immer mehr Beacons auch, die hier die ganze Zeit gespawnt werden von den zur Zeit noch an Orten, wo es mir egal ist. Das kann sich auch jederzeit ändern. Okay, wir brauchen entweder hier Mana.
Dann oder gibt es eigentlich gerade gar nicht, ne? Ein Amp bauen wir auf jeden Fall mal. Yay, ein Achievement dafür, dass wir unseren ersten Amp gebaut haben. Uff, friggin' who. Ich würde gerne Bloodbound verstärken. Einfach, vielleicht wäre auch Chain jetzt schlauer gewesen. Egal, wir verstärken mal Bloodbound. Ein wenig. Das Wichtigste ist eigentlich die Range, meiner Meinung nach. Ja, es kommt zwischendurch was durch, aber an sich sehe ich es jetzt wieder entspannter. Bis Level 28 ist es nicht mehr so weit. Was habe ich getan? Was habe ich getan? War ich das? Scheiße. Okay, 8000 Mana ist halt ein bisschen sehr viel. Das kriegen wir nicht so schnell zusammen, wie wir es brauchen, fürchte ich. Versuchen wir auch mal mit Bolt Spells was retten können. Ja, können wir zum Glück. Aber auch wirklich auf die Dinger angewiesen. Ja, oder auf Lucky Shots, also auf Crits. Da ohne sind wir jetzt, glaube ich, nämlich endgültig am Arsch. Wir machen einfach keinen Schaden mehr. Okay, wir machen jetzt wieder Minus mit dem Mana größtenteils leider. Das gefällt mir nicht. Wir brauchen viel zu viele Bolt-Schüsse, um irgendwas zu. Kann nicht sein, dass die keinen Damage bekommen. 420 Rüstung, da kommst du nicht durch. Kommst du nur mit Bolt-Spells durch erstmal überhaupt. Haben auch nichts, um Rüstung zu reduzieren. Das heißt, wir müssen entweder critten. Oder mit den Bolts schießen oder eben mit den Bolts vor allem critten, um Damage zu machen. Das ist ohne Bolt-Spell kein Damage-Output. Zwei Schuss, das muss reichen, um den zu zerstören, dass der dann im Freeze Damage verursacht. Genau so. Okay, wir haben gleich das Mana zusammen für ein Upgrade. Das wäre ein Traum. Mach mal Bolt. War nicht. Beiden sind durch. Das Upgrade nicht gezogen hatten. Ah, der spawnt. Spawn länger. Ja, ja, gut, okay. Respell. Gott. Machen wir wieder schön Minus. Ich glaube, jetzt laufen wir auch auf Grundeis, absolut. Ich überlege gerade, wie wir das noch retten können hier. Die Range erhöhen, das bringt uns nicht viel. Ja, wir können halt ein bisschen verzögern durch Free Spells, aber das bringt uns leider nicht so viel, wie wir gerne hätten. Oder wie ich gerne hätte, zumindest. Boah, selbst die Spawning kriegen wir nicht kaputt mit den Schüssen. Holy Mother of God. Okay, einen Versuch machen wir noch, weil ich ja noch eine Strategie ausprobieren wollte, nämlich die mit den Amps, was leider sehr teuer sein wird. Dass wir sagen, hier nicht her, die kommen. Hier nicht her, die kommen. Hier nicht her, hier nicht her. Das ist ja was wir probieren jetzt erstmal. Amps sind halt schweineteuer, ne? Das ist so das andere Problem daneben. Ey, das war natürlich schlau. Okay, ich glaube, wir müssen die Amps Stück für Stück bauen. Das ist ja schweineteuer, so ein Amp zu bauen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey nochmal Leute, Dankeschön fürs Ansehen des Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Twitter findet ihr in der Beschreibung und wenn ihr Bock habt, euch die gesamte Playlist von diesem Let's Play anzuschauen, dann klickt einfach aufs Bild, da ist sie verlinkt, da kann gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Euer Jules.